Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterverse Plus. Wir machen bei der nächsten Challenge weiter, The Guardian. Und hoffen doch, dass wir dort mal bis in Lifts kommen, wo wir hin müssen. Und dass unser kleiner Mulligan hier nicht so dumm ist. Ich habe jetzt auch nachgelesen, wir müssen ihn unterstützen, nicht das Herz, denn er ist derjenige, der verletzt wird. Das hat besser geklappt, als ich dachte hier. Jedenfalls gut, ein großes HP-Polster zu bekommen. Hier, vorsichtig. Du willst dich hier nicht erledigen lassen. Achso, die fliegt darum nicht übers Feuer. Natürlich, wieso dachte ich, die Fliege fliegt über das Feuer. Dann lass uns mal den nächsten Raum erkunden. Dich sollte winken, die läuft ja immer vor uns weg. Zum Glück ist der Speer wirklich stark. Den Boss hätten wir gefunden. Aber ich möchte die ersten Ebenen etwas genauer erkunden. Ich hoffe, ich finde ein gutes Tünkit oder sowas. Und zack. Bombe mitnehmen. Ne, X-Felsen hier oder sowas. Ich könnte aber bei den vielen Bomben den Secret Room suchen. Ich muss nur darauf achten, dass er nicht in die Bombe läuft. Hier sieht's gut aus. Bingo. Na komm, ich will die Kackehaufen kaputt bekommen. Kann doch nicht so schwer sein mit dem langen Stab. Okay, der ist da oben, also kann ich hier sicher bomben. Überhaupt nichts. Auch nicht. Auf in die andere Richtung und holen hier die letzte Bombe hebig mehr auf. War da nicht früher mal eine Trollbombe in dem Raum? Haben die rausgetan? Oh nein, ich muss hier weg. In diesen Räumen ist das gefährlich. Ich hoffe, der erste Boss sind die Debbies oder sowas. Okay, der wird auch ganz okay sein. Nur bringt mir sein Item wahrscheinlich gar nichts. Nanu, ist das fast nicht kaputt gegangen? Meine Güte, das hat er denn gerade für Probleme gehabt? Interessant, wir haben keinen einzigen Punkt Schaden genommen der ersten Ebene. Das war gut. Ich denke aber, dass ich statt Devil Deals eher auf Angel Wombs gehen werde. Weil wir sollten unser HP-Polster behalten, außerdem brauchen wir ja schützende Items. Angriff Items bringen uns eh nichts. Sehr gut, hier ist ein. Oh nein! Ein Curse Room. Oh nein! Puh, wir haben es geschafft. Bombe erfolgreich weggetreten. Ein schwarzes Herz haben wir gekriegt. Der Cube of Meat hilft uns halt beim Kämpfen. Das ist schon ganz gut. So, bevor du was spucken kannst. Ja, mit der Münze. Das ist kein guter Raum. Das ist wirklich kein guter Raum. Small Rock nehmen wir mit. Und jetzt hat er wieder Geschwindigkeitsverlust gemacht. Manchmal macht Small Rock keinen Geschwindigkeitsverlust. Ich hoffe jedenfalls was zum... Seltsam. Irgendwas. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich getroffen worden bin und habe nicht gesehen von was. Er schreibt mich herum, dass Small Rock manchmal Geschwindigkeitsverlust macht und manchmal nicht. War da eine Bombe in dem drin? Gehen wir in den Shop. Wir haben eine Broken Watch, das ist schon ganz gut. Sehr gut. Jetzt können wir sie uns leisten. Sonst können wir uns aber nichts leisten. Und ich habe jetzt auch keine Bombe übrig für den Siegblumen. Pech gehabt. Merken, dass hier noch ein paar Herzen liegen, falls nämlich beim Boss welche verlieren, müssen wir uns auffüllen. Schnell, bevor der in die Reihen rennt. Das Monster, der gerade verlangsamt ist, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass du uns den Teufelsraum kaputt gemacht hast. Huch, er ist doch aufgegangen. Hat so weniger Chance. Gehen wir raus. Wir wollen ja nur sicherstellen, dass da nichts für uns drin ist. Und da war nichts, obwohl irgendwie nützlich gewesen wäre. Egal, ich will die HP behalten. Solche Gegner wie Monster sind wirklich fürchterlich. Weil die nämlich halt, man kann die nicht richtig vor denen beschützen, die sind zu groß. Ih, verdammt, sie sind schneller geworden, alle. Shit, 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 shit. Ich müsste sagen, wir jetzt dreimal treffen lassen. Da gehen wir hinein. Das ist super. Ich konnte nicht alle beschützen.
So glücklich, dass ich ein paar Angel Booms krieg. Das könnte uns jedenfalls helfen. Ich habe überhaupt nichts, keine Pickups, kein gar nichts. Ich wäre aber auf dem Kauf so los, deswegen weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Haben wir den Raum schon fertig? Glaube ich eigentlich nicht, doch. Okay. Den haben wir noch nicht. Solche Räume sind schon angenehm. Die bräuchten irgendwas, was Herzen generiert. Oder dass wir oft Herzen bekommen, wie Mom's Locket oder sowas. So was wie ein Relic wäre auch toll. Toll, wir haben den Shop, aber so wenig Münzen lohnt es sich nicht, ihn zu betreten und für Greed ist es zu früh. Wir haben den Boss gefunden, da wir ihn Curse of the Lost haben. Gehen wir hin. Puh, ob der gut klappt. Schnell weg mit Boni. Ah, ich kann es ablocken, sehr gut. Doomstone erforderlich. Erfolgreich abgeblockt. Kein Angel Womb. Super. Wenigstens kriegen wir jede Menge HP ab. Die Angel Wombs sind echt so selten. Hey, mit Sacrifice Wombs kann man es erhöhen, aber. Boss Challenge Room können wir natürlich nicht betreten. Schnell weg. Jetzt können wir den Shop besuchen. Verdammt. Wie soll ich die immer schützen, wenn die von allen Seiten kommen? War hier eben echt nicht möglich. Was? Wir haben nur Touch Damage gerade gemacht und trotzdem. Ah, das ist genau richtig. Jetzt bräuchte ich mal wieder ein Herz oder sowas. Winkel haben wir auch noch nicht gefunden. Wieso habt ihr jetzt getroffen? Ich hab doch abgeblockt, also wirklich. Muss ich das verstehen? Gerade wäre so eine Pille, der wäre schneller, sind genau das Richtige. Größer, klein, doch größer, genau. Natürlich wieder voll rein. Wir sind zu langsam. Ich darf Smallwalk nicht mitnehmen. Wir brauchen Geschwindigkeit. In dieser Challenge. Da ist Geschwindigkeit echt wichtig. Naja. Die brauchen wir nicht. Ah, gut. Er wird jetzt den da nerven. Und da habe ich kein Problem mit. Kleines Kind. Vielleicht doch eine Ebene vor in den Shop gehen soll. Der da auch schon sein können. Ja, jetzt haben wir jede Menge Geld, aber keinen Ort zum Ausgeben. Schnell. Oh, das war so klar. Das Trinket kenne ich noch nicht. Finden wir schon raus, was das macht. Irgendwie hat das bestimmt was mit Geld zu tun. Wir haben jede Menge Truhen, aber haben wir gar nicht viel Glück. Okay, ich will nicht rausfinden, was das Trinket macht, weil ich nehme lieber den Petrified Poop mit. Da kriegen wir nämlich häufiger. Verdammt, die sind schneller. Den wir nämlich häufiger im Shit. Kackehaufen, was. Die Challenge ist echt schwer. Könnte sein, dass ich mir die jetzt ein paar Mal vornehme, bis ich einen ordentlichen Wand bekomme, bevor ich was nächstes mache, je nachdem, wie lang ich der Part ist. Wenn ich ihn natürlich voll bekomme, wenn ich jetzt gleich sterben sollte. Was bloß der da drüber? Nie. Hey, da kein aktives Item gefunden. Ah, da ist schon mal ein Herz. Das ist gut. Ich nehme wir mit. Schauen wir uns noch die anderen an. Ich mir auch noch den Rest anschauen. Hier kann ich der Secret Boom sein. Schade. Das hat nämlich gut ausgesehen. Und blocken. Immer alles blocken. Ich kann gerade keinen Schaden nehmen. Das passt. Das ist bestimmt viel. Ja. Jetzt könnten wir uns schön aufheilen im Raum. Super. Hoffentlich kriegen wir in der nächsten Ebene dann, das sind dann schon die Depths, einen Shop, wo wir auch was kaufen können. Jetzt schauen wir uns aber erstmal nach den Secret Room um. Hier könnte er sein. Bingo. Das ist perfekt. Wie, ich dachte, die kann ich kaputt machen. Ja,
Jetzt habe ich alle meine Pumpen verbraten. Aber jetzt haben wir 8 Herzen. Gefällt mir. Hoffentlich kriegen wir noch einen Angel-Wurm dazu. Gute Chance auf Schutz-Items oder einen Relic, das wäre auch gut. Gördi, das ist schwer, der Schuss ordentlich abzublocken. Am besten bleibe ich richtig immer vor ihm. Oh, oder sie stirbt einfach. Da, und wir haben wieder keinen Angel-Wurm gekriegt. Wieso habe ich gerade so Pech mit Angel-Wurms? Übrigens, der Fernseher ist noch an, Schatz. Ich weiß. 100% für Devil Room. Wieso ist der Controller disconnected? Der ist gar nicht disconnected. Ich habe keine Bomben mehr. Shit, also merken, dass sie in X-Felsen war in dem Raum. Ah, muss ich mir gar nicht mehr merken. Wehe, du läufst in die Bombe. Noch mehr Bomben. Oh je, da sind ja Stacheln. Schnell weg. Schnell weg, alle Räume mit Stacheln sind böse Räume. Verdammt, ich habe vergessen, ihn zu beschützen. Ja, ich habe noch einen von den Großen gehört. Da. Mit den Fliegen. Ah, verdammt. Wo bleibt er? Da. Ich kriege Schleim. Das war's jetzt. Gut. Den Raum hätten wir, weil da hier Stacheln sind in dem Raum, verlassen wir ihn am besten gleich wieder. Auch wenn es Sachen zu sammeln gibt. Das wäre ein bisschen Geschwindigkeit nett. Das kriege ich gerade von den Bossen jede Menge AP ab, oder? Naja, das ist auch nett. Schnell weg. Verdammt, das hätte ich kommen sehen müssen. Nicht über die Stacheln laufen, hier ist nur ein Stachelfeld. Nee, du läufst da drüber. So, die springen ja normalerweise. Verdammt, ich hab gedacht, ich kann abblocken. Ich stand doch vor ihm. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht in die Stacheln. Nicht in die Stacheln. Lauf bloß nicht. Was du heißt, ist auch erledigt. Der nimmt sich hier zu dämlich. Die Pokenworte sind echt nützlich. Weg. Ich hab gesagt, weg. Oh, klar. Hätte ich den nicht vor dem beschützen sollen, dann kann ich schließlich nicht erledigen. Schnell zum Boss. Oh, das noch. Springt doch. Gut, wenigstens kann ich seinen Doomstone ablocken. Was das war, wir haben wieder keinen Angel Wurm bekommen. Ja, die World kann ich sehr gut dann in der nächsten Ebene einsetzen. So, laufen wir Standtapete zum Boss. Wir könnten beim Shop vorbeigucken. Und zack. Weg mit denen. Jetzt Stony kann ruhig auf den Mulligan laufen. Das ist ein leichter Raum für uns. Hoffen, dass wir die Challenge jetzt schaffen. Gut. Nein, lauf nicht hierhin. Ich hätte eigentlich gerne die Schädel weggesprengt. Verdammt. Ah, schön. Oh, ist das Restock? Jetzt kann ich mich erstmal hier hochheilen. Cool. Dann kann ich hier die Seelenherzen aufkaufen. Sehr gut. So, somit machen wir den sozusagen zum Greed Mode. Wie soll ich den denn von allen Richtungen beschützen, bitte? Das geht nicht. Irgendwo ist noch ein Herz runtergefallen. Ah, ein Seelenherz. Das müssen wir mal schaffen. Ich glaube, sie ist langsam. Wieso hat der jetzt gerade Schaden genommen? Das ist
ja völlig unmöglich, den zu schützen vor Marms Fuß. Also Marm ist ein heftiger Kampf hier. Versuchen, so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Wir nehmen den Polaroid und wir gehen bestimmt nicht in den Bossrush. Tja, wo könnte denn jetzt unser Boss sein? Weil müssen wir erstmal überleben. Sehr gut, die sind gerade alle super lahm. Und dafür Penny kann ich nicht gebrauchen. Den kriege ich hin. Also schön, Schüsse abzublocken. Was? Oh nein, wieso läufst du denn in die Blutkacke, du Idiot? Kapitel wieder wegmachen. Wo läufst du jetzt hin? Wieder. Ich hab grad gesehen, wie die Kacke wieder erscheint. Dum, dum. Oh oh. Ich brauche ein paar Herzen, bitte. Oh je, wo ist der Dampf? Wo ist der Dampf? Es war so klar, dass der sich jetzt noch treffen lässt. Gehen wir hier hinein. Oh. Das gibt's doch nicht. Das noch. Ja klar. Ja klar. Ich probiere jetzt gleich nochmal. Dass ich jetzt doch nicht mit mir sitzen, der, nur weil der... Wirklich so, der ist so stockdoof. Ich erinnere mich, wer wirklich wesentlich leichter, wenn er nicht ständig in Fallen rennen würde. Auf jeden Fall brauchen wir Geschwindigkeit und ein großes Herzpolster. Und ich bin wirklich angepisst, dass die Angelfunks sich einfach nie gezeigt haben. Als 50% Chance, hey, die hätten sich wenigstens einmal zeigen müssen bei so vielen Ebenen. Hier, ich bin nicht richtig mit meinem Speer. Oh, ist jedenfalls der Shop, aber ich habe keinen Schlüssel zum Öffnen. Oh, oh. Das war so klar. Nichts machen. Hier, ich keinen Schlüssel. Aber auch das noch. Was zum? Ich hab gedacht, der wäre leid genug weg von der Bombe. Ist der etwa in die reingerannt? Stimmt, oder? Nun, wenigstens haben wir ein bisschen Luck gehabt, hoffe ich mal. Mal gucken, ob wir es überhaupt schaffen, Devil Deal hier zu öffnen. Das passt, das nehme ich. Dann kann ich den nämlich mitnehmen, das Seelenherz, ohne den zu gefährden. Nee, ich brauche keinen Counterfeit, Penny. Auch irgendwas, was Herzen generiert. Oh, gerade noch so. Aus Challenge Rooms würde ich dieser Challenge kein bisschen benutzen, weil man sollte immer die Herzen so voll wie möglich haben, da ihr habt's gesehen. Jetzt das Herz mitnehmen. Richtung Boss aufmachen. Ich hoffe, dass ich ja nicht mal besser Stats ab beim Boss kriege. Die ganze Zeit kriege ich Stats ab, dass ich nicht benötige. Und das ist mal echt nervig. Ich will dieses Zeug nicht. Hier ist noch eine Steintruhe. Bomben wir auf. Und ich kriege die Bombe zurück. Kein Schlüssel, sonst könnte ich den Shop besuchen. Nun, vielleicht finden wir ja noch einen. Seelenherzen im Shop sind immer wert. Kein Schlüssel, schade. Beim Boss könnten wir vielleicht noch einen bekommen. Oh, es ist wieder Monster. Oh, schön, wir haben 4 Effekt. Ja, ich kann das nicht abblocken. Oder geht das so? Wir haben jetzt jedenfalls relativ viele Herzen, das ist ganz schön. Fuß brauche ich auch nicht. Verdammt, ich habe den Code-Head mitgenommen. Jetzt habe ich keine Chance mehr auf.
Devil Rooms. Es gibt's doch nicht. Ich habe wieder diesen. Nee, Moment. War kein Bug. Aber ich hatte letztens einen Bug gehabt. Da konnte ich das Herz nicht mitnehmen. Ach, verdammt. Ich wollte doch eigentlich Angel Rooms haben. Ja, wenigstens schützt uns der Goated für Schaden von oben, wenn wir denn überhaupt Schaden nehmen würden. Aber unser Mulligan ist ja derjenige, der den Schaden nimmt. Deswegen haben wir ja die ganze Blamage hier. Den ganzen Schlamassel. Kein Schlüssel? Aha, da ist einer. Sachen, die uns beim Kämpfen helfen, sind eigentlich nützlich. Das ist praktisch, weil ich sie nicht freilassen muss. Münzen habe ich aber keinen Schlüssel. Oh, steh auf, steh auf. Was ist diese Pille? Oh, Full Health. Wäre gut, wenn ich das später ausgefunden hätte. Nee, ich mache lieber keine Challenge Rooms. Challenge Rooms waren keine gute Idee. Ja, solche Viecher sind ätzend. Ich habe keine Ahnung, was Fischtail macht. Ich bleib bei East Bird Food. Fledermaus, zuerst. Wenn ich die Portale gern fertig machen würde, das ist wirklich besser. Bei denen. Wie cool aktiviert er sich, wenn ich die Gegner berühre, obwohl ich keinen Schaden nehme. Das ist praktisch. Ist hier nicht eben ein Herz irgendwo runtergefallen? Ich kann nichts mehr nah da. Das halbe Seelenherz, das wir freigeschaltet haben. Ein kleiner Duke. Das macht übel ab. Ich bleib hier bei East Bird Food. Ich habe noch 3 Minuten. Ich denke, die Ebene mache ich noch fertig. Dann beenden wir den Park für den Moment. Das ist leicht, weil. Oder auch nicht. Moment, was mache ich denn? Ich muss den doch beschützen. Jetzt habe ich hier alles total verhauen. Alle Seelenherzen weg. Das ist einfach so die Macht der Gewohnheit, wenn ich diese Spinnen sehe. Oh, da war ein Herz. Hoffentlich schaffe ich es, ihn ordentlich zu beschützen. Nein, lauf nicht hierhin. Puh, HP ab. Klar. Ich brauche keinen Dark Bomb. Obwohl, der ist doch besser. Es ist besser, in dem Seelenherzenpuffer zu haben. Jetzt noch ein Little Chart bekomme. So, jetzt muss ich sagen, bei dieser Challenge ist man echt schnell unterwegs. So, aber ich wollte den Part hier beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich habe wieder ein bisschen weniger denken, mehr spielen. Bis zum nächsten Mal.